Hallo und willkommen zu Tobis Vertical Adventure. Und wir wollen mal gleich anfangen. Das Intro, unser kleiner Mario und Sonic sieht. So, wenn Mario und Sonic Puppen sieht. Und jetzt geht's, sollte es losgehen. Jetzt, nachdem ihr einen Erfrischungstrunk aus einem Energy Tank getrunken habt. Energy Container. So. Es ist ein Platforming Game. Man kann rennen, man kann rollen. Man kann Schilder lesen. Die Controls sind halt. Wenn der aufrennt, wenn man in die Richtung gedrückt hält, wenn man den Sprungknopf drückt. Man kann einen Rang klettern, man kann alles Mögliche machen. Wenn man es denn hinkriegen will. Diese Lämpchen sind Checkpoints. So, und das war so ein. Ja, so eine Rope. Mit der kann man jetzt so ein Seil nach oben spannen, sozusagen. Warte. So in etwa. Dann kann man damit irgendwas machen. Man könnte zum Beispiel hier. Na, vielleicht auch nicht. Na, ist ja auch egal. Gehen wir jetzt einmal weiter. Man kann diese Tiere einsammeln. Das hier sind Ballons. Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Benutzen, um sich vom Fall zu retten. Die lassen einen langsam nach unten spielen. Die gehen nach einiger Zeit selbst kaputt. Hier sind kleine Kistchen, da muss man die ganze Zeit nach unten drücken. Dann bekommt man solche kleinen Steinchen. So. Jetzt möchte ich noch hier das hier holen. Hier ist eine große Kiste. Da muss ich einen Knopf drücken, wenn es in der Mitte ist. Ungefähr. Es geht noch besser, glaube ich, 15 Sekunden. Und ja, das ist die zusätzliche Zeit, die man bekommt, um jetzt diesem zusammenfallenden Level zu entkommen. Hier sieht man, welche Blöcke zusammenfallen. Ja, jetzt muss man wieder nach oben. Eigentlich 1,25, aber ich habe ja noch 10 Sekunden dazu bekommen. Auf dem Weg nach oben kommt man jetzt an diese anderen Kisten ran, zu denen man vorher nicht hingekommen ist. Yay. Der war schlecht. War besser. So. Das ist Intro-Level, das ist noch ziemlich leicht. Ich habe hier mein Seil hingemacht, jetzt kann ich hier ein bisschen schneller raufklettern. Ich kann es noch richtig gehen. Und jetzt kann ich hier noch eins hin machen. Hier das letzte Tierchen hier holen. Jetzt kann ich eigentlich wieder nach draußen laufen. Hier ist jetzt dieses Seil-Erschienen. Jetzt kürze den Ballon, mit dem sie reisen. Und ja, das war's eigentlich mit dem Levelaufbau, wie es halt funktioniert. Und davon gibt es jetzt pro Welt 3 Level jeweils. Das ist der erste Gegner. Gegner kann man, soweit ich weiß, nicht besiegen. Man kann einfach auf sie drauf springen und sie dazu betäuben. Ja, für diesen Wandsprung. Dann wieder hochlaufen. Komm. Komm. Geht doch. Jetzt möchte ich hier zu dieser Kiste. So, wer. Wie man links oben sieht, 5 Leben. Wobei das letzte Leben auch noch zählt, das heißt, wir haben 6 Versuche mit diesem hier. Können wir hinunterrutschen? Wir haben jeweils 5 Trefferpunkte. Komm, kann hier rauflaufen.
Ich krieg's nur gerade nicht hin. Gut, vielleicht muss ich bei dieser Pflanze abfliegen. Okay, ich kann es auch ganz anders machen. So super. Ja, genau so wollte ich es machen. Wieso krieg ich es gerade nicht hin? Das ist lächerlich. Okay, jetzt wird es langsam blöd. Ich hab nicht mehr Luftballon. Doch, ich hab sogar Luftballon. So. Problem gelöst. Jetzt sind wir da oben gegangen. Jetzt können wir hier hoch. Hier gleich so ein Seil hin. Genau, sieht eher nach einer Kette aus. Können wir hier runterrutschen? Dass wir uns nichts brechen. Autsch. Das hat sich irgendwie getan. Okay, das war einfach nur schlecht. Ich hab das wieder mit so einer kleinen Kiste verwechselt. Wie letztes Mal bricht jetzt wieder diese Kette zusammen. Theoretisch kann man jetzt so beobachten, wie und wo welche Steine kaputt gehen. Und sich eine Comments-Route zusammenschustern. Wäre es sicher leichter als einfach nur hinzulaufen. Das war schlecht. So, jetzt geht's aber weiter. Ach, hier ist die Route nicht so schwierig. Das ist ja immer noch das Einstiegslevel und hier gibt es solche Pflanzen, die ja nach oben katapultieren. Die macht es wesentlich leichter. Autsch! Danke. So, auch hier haben wir jetzt alles geholt. Mit einer gesamten Zeit von 33 Sekunden. Ja, ein paar zerquetschte. So, hier nochmal dasselbe. Muss ein bisschen warten, bis er nach unten fliegt. Wenn man zu früh die Balance zerplatzen lässt, dann hat man das Problem, dass man sich gleich Schaden am Anfang des Levels holt. Das möchte man nicht. Hier ist jetzt der Hebelmechanismus. Der kann jetzt diese geschlossene Tore öffnen. Außerdem haben wir jetzt runterfallende Steine, die auch Schaden machen, wenn man sie berührt. Mit diesem Ding kann man sich unter durchrollen. Also, das war gekonnt. So, dann nehmen wir die Balance hier mit. Hier eine Wand ist. Die habe ich nicht gesehen. So, hier muss man schnell die Kiste aufmachen, sonst kommt sie wieder und versucht einen zu erwischen. Das Ganze einfach mit diesem dieser Katapultpflanze. Okay. Nimm's hin, wie es kommt. Komm, da möchte ich noch hin, das sind nämlich solche Dinge. Okay, der geht nicht ganz bis zum Ende, macht sich. Mach ich hier so einen Rang, um mir das Tierchen hier zu machen. Gehen jetzt hier runter. Müssen aufpassen. Dieser Stein trifft ein, wenn man den nicht vorher aktiviert, und, sondern gleich auf die Kiste losgeht. Hier ist noch ein paar diesen Kristallen. Und. Das ging doch. Ich werde das einfach mal überspringen, wenn ich die ziemlich unnötig finde. Die geht viel zu langsam. So, jetzt können wir hier entlang. Theoretisch. Nein, da wollte ich noch nicht. Erstmal wollte ich hier hin. So rüberspringen. Können wir dann in die Kiste. Wir jetzt hier unten runter durchrollen. Das geht nämlich schneller als von links ganz nach rechts zu rennen. Wieder beide erwischt. Das ist nochmal gekonnt. Das heißt wieder so ein Checkpoint. Ja, da oben kann ich jetzt natürlich nicht mehr lang. Jetzt gehe ich hier hin.
ich wieder hier rauf und fertig. Ich habe genau 50 Sekunden und 44 Millisekunden übrig. Oh, hat... Okay, jede Welt hat mehr als nur drei Akte. Jetzt sehen wir schon die ersten Gegner, die springen können. Die sollen uns aber nicht weiter beruhigen. Denn die sind auch nicht so viel schwerer als die anderen. So, hier schnell mit Balance drüber gesprungen. Das Tierchen und diese Schatzfrau aufzugreifen. So. Der Schalter, der macht das auf. Und hier rechts sind Todesspikes. Die erwischt man einmal und das war's dann. So, und hier unten möchte man ganz schnell entlang rennen. Und hier rauf. So. Das war verdammt schlecht getroffen. Man sehen kann, sind diese Ketten, die man herbeiholen kann, ein bisschen länger als den normalen Raum. Zumindest als dieser Raum. Und eigentlich sollte man von der zweiten Kette, die ich da geholt habe, auf die Ranke springen, aber ja, hat ja nicht so toll funktioniert. Hier wäre so ein Herzpanel, das könnte man einsammeln, falls man Probleme mit den Lebenspunkten hat. Die habe ich aber zum Glück noch nicht. Ich betone das noch. Die könnten noch kommen. So, gleich ausweichen. Schnell hier durchrollen. So, hier ist mal so ein feiner Stein. Drei Checkpoints. Und ein Schalter. Ich bin rechts lang, glaube ich. Genau. Da komme ich nicht hoch, aber ich kann hier überspringen. Ach, dich habe ich hier ganz übersehen. Dieses Ding hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. So, hier gehen wir jetzt nochmal rüber. Wir gehen jetzt zum Ende. Jetzt wieder diese fallenden Steine. So, ich sammle jetzt noch die letzten Kristalle auf und verkack's mit der Kiste. Naja, whatever. Jetzt haben wir hier auch noch eine Art Mindestzeitlimit. Maximalzeitlimit. Wir dürfen so nicht zu langsam sein, sonst haben wir ein kleines stacheliges Problem. Dennoch möchte ich diese Kristalle dort. So. Nein, weil ich 100% möchte. So, zerstörbar ist das nicht mehr zu beachten. Schaden haben wir keinen genau. Können wir uns theoretisch hier durchrollen und die letzten paar Kristalle abgreifen. Wir können dich als... Nein. Wäre er gesprungen, könnte man ihn als eine Art Trampolin benutzen können, um dann schneller zu diesem Seil zu kommen. Okay, jede Welt hat ein paar mehr. Da ist drei, ich glaube fünf. Jetzt haben wir diese Hühnchen, die wir gerettet haben. Und ja, keine Ahnung, was wir damit machen.